Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Ja, wir sind hier im letzten Part im Blütenburgwald stehen geblieben und sind das erste Mal auf Team Aqua gestoßen und sind auf dem Weg nach Metaross City zur ersten Arena. Bist du denn? Hey du, geht es deinem Pokémon gut? Wenn deine Pokémon schwach sind und die du Kämpfe vermeiden willst, machst du besser einen großen Bogen ums hohe Gras oder benutzt Schutz. Wie sieht denn dieses Panekon aus? Oh Gott. Das Panekon sieht ja mal richtig hässlich aus. Oh Gott. Wenn man ein Käfer-Pokémon mit in die Schule bringt, ist man bei den anderen doch sicher gleich beliebt, oder? Ja, das würde ich nicht ganz so unterstützen, aber gut. Ein Inkada. Oh, Etta. Schön. Okay, hier kommen wir noch nicht durch. Hier kommen wir erst mit Zerschneider. Hier spricht das Blütenborg-Kommando. Könnt ihr mich hören? Kommandant Wolfgang, ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Die Mission ist fehlgeschlagen. Wir sind auf unerwartete Probleme gestoßen. Jawohl. Ja, verstanden. Ich werde weiter nachforschen zu jener Energieanstellung. Puh. Dieser Trainer hatte ganz schön was auf dem Kasten. Hey, wie läuft's? Ich liebe es, mir die Lunge aus dem Hals zu schreien und dem Echo meiner eigenen Stimme zu lauschen. Hier, das ist für dich, das kannst du behalten. Haben. Widerhall. Wer für eine Krakelo eine Attacke? Geht's hier hinten noch irgendwo lang? Ja. Ah, was haben wir denn hier? Ja, moin Revolt. Ja, das Öhrchen juckt manchmal. Ein Wompel. Wir gucken uns gleich mal den Blüten oder den Blumenladen an. Hallo, willkommen im Blumenladen Blütentraum. Unser Motto lautet: Verwandle die Welt in ein Blumenmeer. Wie heißt du? Ah, Torti. Das ist aber ein hübscher Name. Möchtest du etwas über Bären lernen? Nein, danke, ich weiß doch schon alles. Und ich krieg die Weimarkanne, oder? Hallo, je mehr Hingabe du in die Zucht und Pflege eines Gewächses steckst, desto schöner wird es erblühen und umso mehr Früchte wird es tragen. Auch du hast Blumen gerne, das sehe ich dir an der Nasenspitze an. Hier, das ist für dich. Ah ne, von dir kriegen wir die Weimarkanne, alles klar. Oh, und noch etwas. Wenn eine Beere nicht gepflückt wird, fällt sie irgendwann zu Boden und jetzt der Klau. Aus der heruntergefallenen Beere entsteht wieder eine neue Pflanze. Ist das nicht unglaublich? Diese Beeren sind wahrhaftig wahre Überlebenskünstler. Ich will so einen wie meine große Schwester, deshalb züchte ich auch Blumen. Hier, das ist für dich. Dankeschön.
Beeren kannst du entweder anpflanzen oder einem Pokémon zum Tragen geben. Seit kurzem gibt es angeblich auch eine Maschine, mit der man verschiedene Beeren mixen und zu Süßigkeiten für Pokémon verarbeiten kann. Für Süßigkeiten wäre ich auch zu haben. Wenn du im Kartennavi die Option Beeren auswählst, siehst du alle Orte, wo du Beeren angepflanzt hast. Und es wird noch besser, wenn die Beeren in einem Ort reif sind, erscheint in der Bärenliste des Kartennavis ein Bärensymbol. Also vergiss nicht, öfter mal einen Blick auf die Bärenliste zu werfen. Oh, cool! Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Darf ich um einen Kampf bitten? Dafür, dass das Zickzack gerade mal Level 10 ist, ist es ganz schön stark. Mehr oder weniger. Soll ich kämpfen oder lieber nicht? Ach, was, ich kämpfe. Hat Lodwurzel eigentlich schon einen Wassertyp? Schauen wir mal. Ja. Ich glaube, die erste Arena, also Felicia, setzt, glaube ich, Gesteins-Pokémon ein. Ich glaube, sie hatte damals einen Nasknit und einen Kleinstein, glaube ich. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher. Ja, hier kann man nur im Doppelkampf kämpfen, alles klar. Siehst du Beeren, die im Lehmboden wachsen, kannst du sie ruhig pflücken. Aber pflanze dafür immer an derselben Stelle eine neue Beere, das gehört sich einfach. Hier, das ist für dich. Dankeschön. Wozu soll ich ein Geheimnis daraus machen? Ja, ich bin es wirklich. Ich bin der Wasser-Pokémon-Experte. Wie bitte? Du hast noch nie von mir gehört? Ein Carpador. Ich lasse das Ganze über die Capture Card laufen, ja. Aber besser 3 Carpadore als 6 Carpadore, wobei ich glaube, in Alpha Saphir gibt es auch einen Trainer, zumindest mit 6 Pikachus. Noch nicht mal genug EP für die.
So. Dann heißt das eigentlich nur noch Metaverse City erkunden, oder? Oh, hallo Maike. Du hast es also auch bis nach Metaverse City geschafft, Torti. Was für eine riesige Stadt, kein Vergleich zu unseren verschlafenen Wurzelheimen. Hast du gewusst, dass es hier eine Pokémon-Arena gibt, Torti? Die steht natürlich ganz oben auf meiner Liste, aber zuerst fange ich mir noch ein paar Pokémon. Bis später. Und hast du gestern auch... und damit du den Game-Sound auch... klappt das bei meiner Frau, klappt das nicht so. Entweder du machst es direkt über ein AUX-Kabel, sage ich jetzt mal, oder du holst dir ein virtuelles Mischpult, das könntest du auch machen. Und dann lässt du es darüber laufen. Aber ich würde sagen, erkunden wir erstmal die Stadt. Pokémon sind schon seltsame Geschöpfe. Egal wie viele Jahre man mit ihnen verbringt, man lernt jeden Tag etwas Neues über sie. Als ob ich ihn nicht ansprechen kann, Bro, wenn ich sitze. Jedes Pokémon verfügt über eine spezielle Kraft, die Fähigkeit genannt wird. Oh, jeden Tag wird es schwerer. Was so schwer wird, schwer ist, fragst du? Das ist doch wohl ganz klar, zu entscheiden, was ich jeden Tag kochen soll, natürlich. Es ist gar nicht so einfach, jeden Tag eine andere Mahlzeit auf den Tisch zu zaubern. Oh, hallo Pipi. Und dann Pikachu, ne? Oder war es ein Pichu? Der alte Seefahrer Mr. Brack lebt in einer Hütte am Meer. Er geht sehr oft im Metallfluttunnel spazieren. Und wir heilen erstmal unsere Pokémon. Wir heilen unsere Pokémon. Ja. Hallo Trainer, hast du kurz Zeit? Falls du Pokémon fangen willst, aber die Attacken deines, danke für deinen Follower, deines Teams so stark sind, dass du sie immer gleich besiegst, dann ist das hier die perfekte Lösung des Problems. Tuchschlag. So oft du die Attacke... Achso, ja. Naja, ich weiß, was Tuchschlag ist. Alles gut. Ganz, ganz wichtig im Pokémon Mystery Dungeon. Mein Pokémon hat sich entwickelt und hat jetzt viel mehr KP. Deswegen sollte ich jetzt statt Tränke vielleicht Supertränke kaufen. Ich habe mir ein Fluchtseil besorgt, falls ich mich in einer Höhle verlaufe. Damit bekomme ich sofort zurück zum Eingang. Du hast doch bestimmt jetzt Schutz, oder? Immer noch nicht. Was du aber auch machen kannst, du kannst einen Anschluss, beziehungsweise bei dem 3DS, also bei den 3DS gibt es glaube ich mehrere Möglichkeiten, da gibt es zwei, drei Möglichkeiten. Entweder du kannst deinen Nintendo 3DS einschicken lassen. Eventuell bei... irgendwo kannst du den einschicken lassen. Ich glaube sogar direkt bei Nintendo. Frag mich aber nicht wo. Und kannst du auch mittlerweile auch bei anderen Firmen machen. Und die machen dir das dann für halt ein bisschen Geld. Und dann kannst du einfach da dein HDMI-Kabel anschließen und dann gib ihm sozusagen. Ne? Andere Möglichkeit ist, es gibt wohl Adapter, wie man es selber machen kann. Also sprich so Übergangsadapter. Und dritte Möglichkeit, du würdest es halt über einen Emulator spielen. Was ich aber dir empfehlen würde, wenn du es über einen Emulator spielst, erstens, dass du das Spiel selber hast und zweitens, dass du auch die Spielekonsole hast, weil das ist so das Mindeste, finde ich, um die Entwickler zu unterstützen. Aber, ja gut. So, wollen wir mal weitermachen. Ah ja, mit dir haben wir schon gesprochen, alles klar. Wow, du hast ja Pokémon dabei. Wenn ich mal erwachsen bin, gehe ich nur noch mit Pokémon aus dem Haus. Wenn ein Pokémon Erfahrung im Kampf sammelt, kann es vorkommen, dass es irgendwann sein Aussehen verändert. Ein Pokémon verändert sein Aussehen. Wenn das plötzlich passieren würde, wäre ich zu Tode erschreckt. Oh, hallo Knilz.
Wenn man einem Pokémon schon einen Spitznamen gibt, dann muss er auch perfekt zu ihm passen. Das ist dann Originalität. Ich verstehe das nicht. Also, wie kommt man darauf, einem Knilz einen Spitznamen Pikachu zu geben? Ach ja, Geschmäcker sind halt verschieden. Am Ende zählt doch nur, ob man selbst mit seiner Namenswahl zufrieden ist. Ja. Und wer bist du, Bro? Benutzt du den Suchmodus deines Pokédex-Navis? Ich habe gehört, wenn man mehrmals dem gleichen Pokémon begegnet, wird der Suchmodus präziser. Dann kann man damit auch seltenere Pokémon aufspüren. So findet man angeblich die ungewöhnliche Attacke. So findet man angeblich Pokémon, die ungewöhnliche Attacken kennen oder seltene Fähigkeiten besitzen. Ja, da haben die Entwickler das ein bisschen vereinfacht. Oder einfacher gemacht. Mein Papst hat echt jede Menge um die Ohren. Nicht nur, dass er sich um zwei Kinder kümmern muss, nein, er baut auch noch ein Haus für uns. Er ist mein allergrößtes Vorbild. Ja, alles klar, Bro. Warum muss ich mir immer noch ein Zimmer mit meinem blöden Bruder teilen? Aus dem Alter bin ich langsam echt raus. So ein Haushalt zu schmeißen, hält echt auf Trab. Kaum hat man angefangen, ist der Tag auch schon rum. Manchmal denke ich ernsthaft darüber nach, einen Pokémon-Haushaltshilfe einzustellen. Moin, Cedric. Ja, meinst du jetzt das, was ich gerade erwähnt habe, Pokémon Mystery Dungeon? Oder meinst du jetzt Alpha Saphir, also das Saphir Remake? Ich vermute mal das Saphir Remake. So, weiter geht's. Die Trainerschule ist hervorragend. Wenn du dich dort anstrengst, kannst du später sogar Arenaleiter werden. Die Arenaleiterin Felicia weiß wirklich eine Menge über Pokémon und sie ist sehr stark. Warum siehst du mich so komisch an? Ich bin Rektor dieser Schule. Als Beweis werde ich dich an meinen schier unendlichen Wissen teilhaben lassen. Ich könnte dir zum Beispiel die vielen Orte erklären, die man in der Höhenregion Orden. Nein, brauchen wir nicht. Danke. Pokémon können zwar Items tragen, aber sie wissen nicht, was sie mit von Menschen gemachten Items wie Tränken oder Gegengift machen sollen. Ich tausche gerade hier mit meinem Freund ein Pokémon. Ich wollte schon immer einen Samurzel haben, jetzt habe ich endlich eins. Ein Pokémon, das eine Beere trägt, heilt sich selbst. Es gibt aber noch viele weitere Items, die man einem Pokémon zum Tragen geben kann. Mensch, wie anstrengend das doch alles ist. Ja, ja. Schüler, die nicht aufpassen, bekommen meine Flinkklaue zu spüren. Wenn du dieses Item einsetzt, zeigt, ob du ein guter Schüler bist oder nicht. Dankeschön. Das ist ein Alpha. Oh, das Remake von Omega Rubin habe ich noch nicht gespielt. Omega Rubin kommt als Nuzlocke. Aber es ist ein Spontanprojekt dann. Ein Pokémon. Ja, das weiß ich doch, was eine Flinkklaue ist. Die Pokémon-Trainerschule. Wenn ich in diese Schule gehe, werde ich dann später seltene Pokémon fangen können? Oder selber Pokémon fangen können? Und hier scheint das Pokémon-Center zu sein. Ah, okay. Eine Rundumheilungsschwester Joy. Nevoli würde ich mit ins Team nehmen, wenn ich eins finde. Ich habe gehört, dass Pokémon Center bis vor etwa 10 Jahren noch zweistöckig waren. What? 10 Jahre? Und dass es dort eine Ecke mit einem sogenannten Pokémon Kabelclub gegeben hat. Der Mann von nebenan hat mir eine VM gegeben. Ich habe meinen Pokémon beigebracht, damit Dornbüsche zu zerschneiden. Und was mir auch gerade auffällt, man kann sich endlich mal in Pokémon Center hinsetzen. Ich weiß, in Pokémon X ging das schon, aber ich weiß nicht, ob in Weiß 2 ging das, glaube ich, noch nicht. Da konntest du zwar hier so rüberlaufen, aber das war's auch. Ja.
Oho, hat man dir schon mal gesagt, dass du eine Ausstrahlung wie ein Schwimmer hast? Ja? Also doch, wie ich es mir gedacht habe. Mein Pokémon hat ein naives Wesen und das meines Freundes ein fröhliches. Es ist faszinierend, dass Pokémon unterschiedliche Wesen haben. So, von dir kriegen wir wahrscheinlich erst die VM, wenn wir wenn wir den Orden haben, ne? Dieser entschlossene Blick, diese geschmeidige Bewegung, dieses gut trainierte Pokémon-Team. Du bist ganz klar ein talentierter Trainer. Nein, warte, sag jetzt nichts. Das hier brauchst du, oder? Ah, ne, kriegen wir jetzt schon. Okay. Mein Papa hat dabei geholfen, Meteoros City zu vergrößern, indem er sein Pokémon mit Zerschneider alle Bäume in dieser Gegend fällen ließ. Ich habe die Arenaleiterin herausgefordert, aber es ist nicht einfach, mit meinen Feuer-Pokémon zu gewinnen. Feuer-Pokémon haben keinen guten Stand gegenüber Gesteins-Pokémon. Ja, da werden wir auch noch Schwierigkeiten bekommen eventuell. Pokémon, die man per Tausch enthält, steigen schneller im Level auf, aber wenn du noch nicht genügend Arena-Orden hast, besteht die Gefahr, dass sie dir nicht gehorchen. Was haben wir hier? Oh, hallo Ineko. Hier wohnen die Angestellten der Defon Corporation. Alles klar. Mein Vater hat eine hohe Stellung bei der Defon. Er ist sozusagen ein Ass-Angestellter. Und deswegen bin ich natürlich ein Ass-Trainer. Ich schenke dir etwas, was so starke Trainer wie ich benutzen. Ein Leichtstein. Achso, Leichtstein. Ich habe Leuchtstein. Ja, alles klar. Vor langer Zeit war Defon eine kleine, überschaubare Firma. Mein Papa arbeitet für die Corporation. Das hier hat mein Papa gemacht. Ich kann damit nichts anfangen, deswegen schenke ich es dir. Oh, danke. Achso, ja, mache ich gleich. Ich habe, glaube ich, da noch neben dem Pokémon Center einen vergessen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, sammelt der Sohn des Präsidenten auch seltene Steine. Der Präsident der Defon Corporation sammelt leidenschaftlich gerne seltene Steine. Troy wahrscheinlich, ne? Ah, das war's schon? Okay. Haben wir mit dir schon gesprochen? Oh, wen haben wir denn hier? Ein neues Gesicht in der Gegend? Bist du gerade in die Trainerschule gekommen? Hm. Dun, dun, dun. Puck, also mit dir haben wir auch schon gesprochen, alles klar. Oh, guck mal da oben einen Dragoran, sieht aus wie so eine Fledermaus. Hey, dieses Pokémon Multinavi, das haben wir auch entwickelt. Ich freue mich immer, wenn ich jemanden treffe, der eines unserer Produkte benutzt. Hallo und willkommen in der Defon Corporation. Wir sind die stolzen Entwickler von Medizin und Items, die das Leben leichter machen. Natürlich dürfen wir nicht. Tut mir leid, aber nur autorisierte Personen haben hier Zutritt. Naja, schon klar. Leider wurde es eingestellt, okay. Die habe ich noch nicht gesprochen. Hast du schon die Arenaleiterin herausgefordert? Wenn man den glänzenden Arena-Orden in der Hand hält, wird einem bewusst, was es heißt, ein Trainer zu sein. Gibst du deinen Pokémon Spitznamen? Ich habe meinen einen coolen gegeben. Aber immer, wenn ich es laut, beim Namen laut rufe, kugeln sich die Leute vor Lachen. Hättest du Lust, ein Boomelt aus deiner Sammlung gegen meinen Marquita? Nein. An verschiedenen Orten gibt es verschiedene Pokémon und natürlich auch verschiedene Menschen. Ich finde das faszinierend, deshalb besuche ich auf all meinen Reisen auch verschiedene Orte.
Die Devon Corporation, wir nennen sie einfach Devon. Devon. Diese Firma stellt viele praktische Dinge her. Haben wir noch irgendwas? Nö, dann würde ich sagen, gehen wir mal nördlich. Der Online-Modus von Remake. Ah, okay. Ja, leider. Ding, ding. Obwohl, gibt es den Online-Modus nicht mehr fürs Remake? Finde ich, also wenn, finde ich schade, aber... Höhlenforschung ist nicht mit einem Spaziergang auf einer Route mit hohem Gras zu vergleichen. In Höhlen weiß man nie, wann ein wildes Pokémon auftaucht. Man muss immer auf der Hut sein. Dann haben wir nicht irgendwo Trainer noch? Okay. Ich würde sagen, wir machen hier noch ein paar Trainer, bevor wir in die Arena gehen. Ah, hier ist doch noch ein Trainer. Mein Pokémon-Team ist super stark. Überzeuge dich selbst. Wo wir auch, wir werden es natürlich erstmal so versuchen, aber wenn wir, wenn es wirklich richtig viel fehlschlagen sollte, denke ich, dass wir auf Sandwirbel gehen. Da haben wir relativ gute Chancen denn. So, nochmal ein Level. Schön. War das ein Eneko? Eneko würde ich mit ins Team nehmen. Das ist zwar ein Normal-Pokémon, aber... Meine Käfer-Pokémon sind stark. Lass uns kämpfen! Oh, vielleicht kriegen wir sogar noch einen Jungloot. Schnell gucken, was das hier ist. Schutz, okay. Ja gut, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar da lassen. Im nächsten Part werden wir uns Felicia widmen. Bis dann.